Hallo zurück bei The Walking Dead. Ich hatte eine mini kleine Verschnaufspause, stehe aber glaube ich immer noch etwas unter Adrenalin oder was auch immer. Ich will auch sofort weiter einsteigen. Ich rede gar nicht groß weiter. Wir wissen ja alle, wo wir stehen geblieben sind. Killing them's not easy, but you know what to do. I do. So, There's keys. Ich weiß nicht, was sie. Ja. Put the handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? No matter what happens, save them. I don't know. Just do it, sweetie. Make sure. Also ich hätte jetzt auch die Handschellen dem anderen Kerl da anlegen können. Aber ich glaube. He's trapped over there. Be careful. You can get what you need from him. The keys. And then the gun. Yeah. The keys and the gun. Just don't be afraid. If anything gets dangerous, you're faster than he is. What should I get first? Get the gun, Clem. Always the gun. Naja. Ah. Ich dachte, der wäre gefangen. Scheiße. Get him. Get him. Get him. Get him. Jetzt kann ich natürlich auch nicht mehr helfen. Was eine Scheiße. Watch out. Und los, auf ihn, auf ihn, auf ihn. Nicht auf den. Oh, fuck, Mann. The bat, Clem. Get the bat. Fuck, warum habe ich mich denn... Oh, wie dumm. Ich hätte ihr damit einfach noch helfen müssen. Scheiße, wie dumm. Ich hätte... Oh, ich kann auch einfach hier nur alles falsch machen, ehrlich. Clem ist okay. Oh. Das arme kleine Kind. I did it. Mhm. I got him. Come here. Yeah, but you did this. Smart. Oh Mann. Tja. Das war's dann wohl. Oh Gott. You're not safe. Not till. Not till you're away from me if I turn. No, you can't. You can't do that. Trust me, Clem. I don't want to. I'm trying. I'm trying. My parents. It's so horrible. I can't imagine, sweetie. And now, you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. Leave me. It's okay. You'll be just like them. Oh, Clem. Okay. It won't be me. Please. Clem, it's time to go. You gotta get out of here. You can come with me. No, honey. Eden. I can't. It's okay. Please. You have to go. Now. Maybe. Maybe. Maybe I shouldn't let you turn. I don't want you to have to do that. Save the bullet. Oh gosh, that's furchtbar. You have to always think about what you might need later. It's like with Larry, honey. He was going one way or another, but at that moment I couldn't do more violence.
You have to be careful about that. It'll consume you. I'll go. I'll leave you. I'll go as fast as I can. And as safe as you can. Always be safe. Vandomir and Krista. They're probably looking for us right now. Stay on high ground. Don't go too far. You'll find them. They'll take good care of you. Oh Mann. Wenigstens noch so ein paar gute Tipps gegeben. And always keep moving. You're gonna want to find some place like the motor inn, but that's just not safe. Why not? Those places are just targets. Move as much as you can. Ach man. And also. Was denn noch? Sag. Oh Gott. What? What is it? No, don't worry. All right. Don't be afraid. Sie macht das jetzt nicht doch, oder? Oh Gott. Don't go. Das ist furchtbar. Oh. Wow. Gut, das war eine kurze Episode. Ich dachte tatsächlich, dass wir jetzt direkt dann als Clem weiter spielen. Puh, aber war kurz und heftig. Also, puh, ich kann nicht mehr. Das war, also ich dachte, die davor waren schon krass, aber das war jetzt echt der Höhepunkt. Genau, der Großteil der Spieler hat auch den Arm abgetrennt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es sonst vielleicht echt noch schneller gegangen wäre. Weiß nicht. Dann die Beherrschung verloren, in Bezug auf was denn? Also da bin ich mir nicht so ganz sicher, was damit gemeint ist. Konsequenzen, Beherrschung verloren, ja, weiß ich nicht. Waffen aufgeben, der Spieler nach etwas gegriffen. Hä? Ich weiß überhaupt nicht, wovon die da gerade reden noch. Wonach denn gegriffen? Welche Waffe aufgeben? Keine Ahnung. Fremder Clementines Entführer getötet? Der Spieler Clem den... Okay, da hätte ich vielleicht das auch mit den Gegenständen irgendwie selber hinbekommen. Ja, ließ Wandlung gestoppt. Was? Das hätte man tatsächlich stoppen können? Ach so, nee, okay. Ja, die Wandlung. Also es geht darum, dass Clem ihn hätte erschießen sollen. Das ist ja... Das haben tatsächlich die meisten gemacht. Das finde ich aber... das ist
Ja, ich weiß nicht. Also Lee kriegt das ja auch nicht wirklich mit. Das spielt ja für ihn nicht wirklich eine Rolle. Er sitzt da halt dann jetzt für immer, bis da der nächste vorbeikommt. Stellt irgendwo natürlich auch eine Gefahr dar. Sie hätte mit dem Baseballschläger ihm eins übergeben können. Das wäre so die beste Möglichkeit gewesen, aber nicht die schönste. Aber ansonsten finde ich, hat er da schon recht, was er gesagt hat, dass er sagt, sie soll sich die Kugel lieber aufsparen. Also weil er ist da sicher angeleint quasi und ja, blöde Sache, aber also, boah. Puh, richtig heftig. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Das war's dann, glaube ich. Ah. Du hast deinen Sohn in der Drogerie verteidigt. Ah, das ist ja interessant. Du hast ihm ins Gewissen geredet, du hast ihn aufgefordert, seinen Sohn zu töten. Er starb beim Versuch, Ben zu retten. Ziemlich beschissen, ja. Das ist jetzt aber von der ganzen Staffel. Du hast Wasser für Duck gefunden, als er es brauchte. Musste ich doch, oder? Sie erschoss sich nach dem Tod ihres Sohnes. Oh, okay, da hätte man tatsächlich noch mehr Leute retten können, glaube ich. Jetzt interessiert es mich wirklich zu sehen, wie andere Leute das gespielt haben. Vielleicht schaue ich mir jetzt mal ein paar Let's Plays an, um zu gucken, wie unterschiedlich die Varianten doch sein können. Also, weil ich eigentlich glaube ich, dass so der Grundverlauf des Spiels der gleiche bleibt. Also ich glaube nicht, dass mit Lee jetzt nichts passiert wäre, wenn wir zum Beispiel da die anderen Leute noch dabei gehabt hätten. Lilly oder so. Aber ich glaube, dass man doch vielleicht einige der Leute hätte retten können. Weiß ich aber auch nicht. Also manche ja auch nicht. Das sind aber wahrscheinlich die Leute, bei denen es Möglichkeiten gab. Das ist die Frage, weil die sind ja auch nicht alle zu sehen. Wir waren ja noch mit mehr Leuten unterwegs, noch mit dieser anderen Tussi und keine Ahnung. Ben ist da jetzt auch nicht drauf, weil Ben musste scheinbar einfach sterben. Wobei, der hätte ja, wir hätten uns ja auch schon vorher von ihm trennen können, aber vielleicht auch nicht, wer weiß. Egal, wie ich gehandelt hätte, vielleicht wäre er auch geblieben. Egal, ich brauche jetzt gar nicht hier die ganzen Möglichkeiten aufzählen. Ich bin einfach, wüsste es einfach gerne mal und schaue mir den jetzt, glaube ich, dann demnächst mal an. So, dann der grimmige Typ, du hast versucht, ihn wiederzubeleben. Larry starb im Köhler aus der Molkerei. Lilly hat das Wohnmobil gestohlen und wurde nie wieder gesehen. Und du liest ihn vor Crawford in Clementines Obhut. Und ihr wurdet nach Übertretung des Schildes getrennt. Dann müsst ihr jetzt doch auch noch. Ah, okay, da ist der Rest. Na gut. Dann hat sich das sowieso erledigt. Dann Ben. Du bist in Crawford für Ben eingestanden. Du hast Ben um Hilfe gebeten, Clementine zu finden. Ben stürzt in die Gasse in Savannah in den Tod. Ja, also im Prinzip, wenn man das jetzt so sieht, dann hat es sich von Anfang an eigentlich nicht gelohnt, Ben dabei zu behalten. Auch interessant, aber also Kenny würde ich, glaube ich, wenn ich es nochmal spielen würde, auch wieder mitnehmen. Und ich war auch ganz zufrieden mit Omid und Krista. Ich weiß nicht, ob man das mit hier dem Kleinen hätte verhindern können mit Duck. Ja, dann. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die alle heißen. Also du hast ihr Leben auf Kosten eines anderen gerettet. Also auch da, wenn wir dann Ben nämlich nicht mehr gehabt hätten, dann wäre sie vielleicht auch gar nicht in diesen Verdacht gekommen. Keine Ahnung. Du hast ihr zugestimmt, den anderen von deiner Vergangenheit zu erzählen. Du hast sie gegen Lillys Anschuldigungen verteidigt und sie wurde von Lilly getötet. Dann Krista, du hast sie an deiner an deinem bisher schlimmsten Tag kennengelernt. Du hast ihr geholfen, auf den Zug zu kommen. Nach einer Trennung sollten sie dich suchen. Du hast ihr deinen Biss gezeigt. Der Typ, den kenne ich schon gar nicht mehr. Er war bei dir, als du deinen Bruder gefunden hast. Aha. Er starb, als die Walker die Droge gegangen. Ah, okay, dann habe ich die andere hier da für ihn quasi gerettet. Dann Doug, du hast auf Herschels Farm geholfen, sein Leben zu retten. In Macon hast du gesagt, er sei nicht gebissen worden. Sein Vater erschoss ihn, bevor er sich wandelte, und er war bei der Lösung eines Rätsels dein Assistent. Das weiß ich auch schon überhaupt nicht mehr. Sehr spannend. Also ich würde wirklich zu gerne wissen, wie das aussähe, wenn man das. Jetzt habe ich fast Lust, das nochmal zu spielen und einfach Ben zum Beispiel direkt zurückzulassen oder so.
Also wenn man sich anguckt, was das dann jetzt für Folgen hatte, teilweise kann man es erahnen, manche auch eher nicht so. Ja, interessant. Aber auch sehr aufwendig, das alles nochmal durchzuspielen, nur um das rauszufinden. Deswegen schaue ich es mir vielleicht an, irgendwo anders. Ja, sehr aufregender Part. Sehr, sehr, sehr aufregende Episode. Sehr bewegende Episode. Ich wusste irgendwie, ich glaube, ich wusste, dass man dann mit Clem weiterspielt oder glaube, das zu wissen. Deswegen hatte ich nicht wirklich viel Hoffnung für, wie heißt er noch? Für Lee. Jetzt wollte ich fast Sam sagen. Für Lee und ja, es musste wohl so kommen. Ich bin ganz froh, dass es vorbei ist, ehrlich gesagt. Aber ich werde irgendwann auf jeden Fall die zweite Staffel auch noch spielen. Also so ist es nicht. Ich fand es nur teilweise ja ein bisschen zu wenig positiv. Also jetzt, das war super süß, wie Lee sich mit Clementine unterhalten hat, ihr noch so ein paar Ratschläge mitgegeben hat, wie nah die sich gekommen sind, dass sie einfach so zusammengehalten haben. Das fand ich schon schön. Aber grundsätzlich, dass man eben immer so eine Entscheidung treffen muss und die nie wirklich zufriedenstellend ist. Dass man eben nur einen retten kann zum Beispiel oder dass man, ach, keine Ahnung, also dass man einfach alles nur falsch machen kann. So hatte ich zumindest den Eindruck. Vielleicht hätte man es auch noch falscher machen können oder auch irgendwie richtiger machen können. Aber das war so mein Spielgefühl, dass man, egal was man macht, es eigentlich nur falsch machen kann. Und das finde ich ein bisschen frustrierend. Und auch nicht so ganz, ja, motivierend, dass man da gerne weiterspielen möchte und eben dann auch, dass es ja immer so viel Ärger gibt. Ich weiß nicht, können die nicht eine Farm finden und sich dann fröhlich da ausbreiten und dafür immer leben? Aber nein, das ist ja nicht Sinn des Spiels. Trotzdem hat es mir Spaß gemacht zu spielen, auf jeden Fall. Und deswegen, wie gesagt, irgendwann wird es dann auch die zweite Staffel geben, denn die wartet auch schon in meiner Bibliothek und ja, aber vorher werde ich dann vielleicht noch das ein oder andere Spiel mal austesten, bis ich dann das wieder in Angriff nehme, weil es ja doch auch ein recht großes Projekt ist, dadurch, dass es in diese fünf Staffeln Folgen aufgeteilt ist und dann doch auch recht lange dauert. Ich hoffe, es hat euch im Großen und Ganzen gefallen. Schön, dass ihr immer mal wieder vorbeigeschaut habt. Auch sehr lieben großen Dank an Kanalskandal für die vielen Kommentare und die Ausdauer beim immer weiter Zuschauen. Ja, dann war's das und ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Spiel oder dann irgendwann bei Staffel 2 wieder. Bis dann!